Vitamine sind gut und vor allem wichtig für den Körper. Vitamin C stärkt das Immunsystem, Vitamin D stärkt die Knochen, Vitamin E schützt die Zellen und Vitamin B12 sorgt für eine optimale Sauerstoffversorgung, gute Konzentrationsfähigkeit und ein langes und gutes Gedächtnis. Das alles nur, um mal ein paar Vitamine aufzuzählen. Unser heutiges Video beschäftigt sich aber, wie schon vielleicht im Titel gesehen, mit Vitamin D. Ein Defizit dieses Vitamins kann für den Körper schwerwiegende Folgen haben. Gründe für einen Mangel an Vitamin D können zum Beispiel Dinge wie Diäten, das Alter oder zu wenig Sonne sein. Um euch in Zukunft vor Vitamin D-Mangel zu schützen, haben wir für euch heute 5 Anzeichen dafür, dass euer Körper Vitamin D braucht, damit ihr schnell erkennt, wann es Zeit ist zu handeln. In diesem Sinne, geht's jetzt los! Das erste Anzeichen ist Müdigkeit. Wenn euer Körper nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt ist, wird eines der Anzeichen davon Müdigkeit sein. Habt ihr den ganzen Tag versucht, nicht einzuschlafen? Oder seid ihr auch noch nach ausreichend Schlaf todmüde? Dann kann es gut sein, dass es euch an Vitamin D fehlt. Menschen, die aufgrund von chronischer Müdigkeit zum Arzt laufen, wurden häufig mit einem Vitamin D-Mangel diagnostiziert. Das wird üblicherweise durch ergänzende Medikamente ausgeglichen. Ein Mangel an Blutgefäßen verursacht ebenfalls Müdigkeit. Solltet ihr nichts gegen euren Vitamin D-Mangel unternehmen, kann sich das ganz schnell auf eure Stimmung auswirken. Und damit gehen wir direkt über zum nächsten Punkt. Nämlich der Nummer 2. Depressionen. Vitamin D-Mangel kann dazu führen, dass ihr euch selbst einfach als nicht gut genug anseht und ihr euch, um es milde auszudrücken, total mies fühlt. Ich denke, ihr wisst alle, was ich eigentlich sagen wollte. Genau deshalb brauchen wir Vitamine. In diesem Fall Vitamin D. Dieses versorgt nicht nur unsere Knochen und unsere Zähne mit Kalzium, es ist des Weiteren auch noch für essentielle Körperfunktion verantwortlich. Unser Gehirn zum Beispiel braucht Vitamin D, um richtig zu funktionieren. Eine Studie aus 2005, welche an einem menschlichen Gehirn durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass sich Vitamin D-Rezeptoren im selben Teil des Gehirns befinden, wie auch der Teil, welcher für Depressionen verantwortlich ist. Menschen, die im späteren Verlauf ihres Lebens an Depressionen leiden, haben meistens ebenfalls einen Vitamin D-Mangel vorzuweisen. Forscher haben herausgefunden, dass Vitamin D3 Menschen helfen kann, aus ihrem emotionalen Tief wieder zu entkommen. Nummer 3. Abnutzung der Knochen. Das ist ja genau genommen völlig normal. Jedoch nicht bei jungen Menschen. Falls das der Fall sein sollte, behaltet euren Vitamin D-Pegel unbedingt im Auge. Wie am Anfang bereits kurz erwähnt, sorgt Vitamin D für starke Knochen, indem es das Kalzium im Körper absorbiert. Wenn eure Knochendichte niedrig ist, dann bekommt euer Körper aller Wahrscheinlichkeit nach zu wenig Kalzium. Ihr könnt dem ganz einfach entgegenwirken, indem ihr euch richtig ernährt. Damit meinen wir, dass ihr Dinge wie Thunfisch, Lachs, Eigelb, Käse und Orangen ab sofort auf euren Speiseplan packen solltet. Nummer 4. Haarverlust. Nach den Knochen kommen die Haare. Auch wenn es wenig Beweise dafür gibt, so wird Nährstoffmangel auch mit Haarverlust in Verbindung gebracht. Ganz speziell bei Frauen. Vitamin D hilft bei der Stärkung der Haarwurzel. Wenn diese nicht genug Kraft haben, fallen die Haare aus. Alopecia areata oder zu Deutsch kreisrunder Haarausfall ist eine Störung, durch die das Haar an zufälligen Stellen ausfällt. Menschen, die an dieser Krankheit leiden, haben den Beobachtungen nach weitaus weniger Vitamin D im Körper als andere. Zu guter Letzt die Nummer 5. Verlangsamte Heilung. Ihr habt bemerkt, dass eure Wunden langsamer heilen als üblich? Dann solltet ihr sicher gehen, dass ihr genug Vitamin D in euch habt. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine Wunde, die nicht aufhört zu bluten. Sowas ist wirklich nicht wünschenswert, aber leider Realität für Menschen mit Vitamin D-Mangel. Wenn ihr euch verletzt, braucht euer Körper einige Nährstoffe, um ordentlich zu heilen. Vitamin D ist dabei essentiell. Es hilft eurem Körper, Infektionen abzuwehren und ordentlich zu heilen. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.